Die Universitäten bluten aus. Das war der Slogan der Demonstration für bessere Finanzierung der Hochschulen am Mittwochnachmittag in Tübingen. Zwischen 4.000 und 4.500 Studierende und Mitarbeiter der Universität Tübingen beteiligten sich an einem Protestzug durch die Tübinger Innenstadt. Rektor Bernd Engler mahnte Konsequenzen zu den hohen Studierendenzahlen im Land an. Vor Jahren gingen wir noch davon aus, dass wir 40.000 oder 50.000 Studierende mehr pro Jahr an die baden-württembergischen Universitäten bekommen, als Ersteinschreiber, als Erstsemester. Mittlerweile ist diese Zahl korrigiert worden auf weit über 70.000. Es bedeutet eine dramatische Überlast. Die meisten Fächer fahren Überlast von 140-150%. Und das kann so nicht weitergehen. Ins gleiche Horn blasen auch die Vertreter der Studierenden. 10% weniger Geld durch den Solidarpakt 3 seien nicht hinzunehmen. Auch wenn Stuttgart weit weg ist, so betreffen die Kürzungen doch alle hier. Sei es die Naturwissenschaftler, die in überfüllten Praktika hocken, oder die Sprachwissenschaftler, bei denen das Los darüber entscheidet, ob sie in ihr Seminar kommen. Wir freuen uns sehr, dass im Widerstand gegen diese Kürzungen Studierende, Lernende, der nichtwissenschaftliche Dienst und sogar das Rektorat Seite an Seite stehen. Nach der Auftaktkundgebung zog der Tross durch die Altstadt auf den Marktplatz. Die Veranstaltung war gemeinsam von den Studierendenvertretern, den Mitarbeitern und dem Rektorat der Universität organisiert worden. Sollte es nicht mehr Geld geben, müsste vor allem an beweglichen Stellen gestrichen werden. Die Stellen, die beweglich sind, die sind im Mittelbau. Hier haben wir etwa 80% der Stellen des Mittelbaus, die auf Zeit, die als befristete Verträge abgeschlossen sind. Das heißt, hier tritt die große Fluktuationsmöglichkeit auf. Und das sind auch die Stellen, die man in den nächsten Jahren abgreifen kann. Mittelbau, wer ist denn der Mittelbau? Die Studierenden unter Ihnen, die wissen das. Das sind die Leute, mit denen Sie direkt Kontakt haben während Ihres Studiums. Viel, viel mehr als mit den Professoren. Das sind Ihre direkten Ansprechpartner. Mit dieser Demonstration sollte gezeigt werden, dass sich die Studierenden in Tübingen für gute Bildung und eine bessere Finanzsituation der Hochschulen aussprechen. Möglich waren die vielen Demonstranten aber auch durch die Teilnahme der Dozenten und Unileitung am Streik. In der gesamten Universität fielen Kurse aus, die Universitätsbibliothek war für 3 Stunden geschlossen. Diese Eintracht zwischen den Studierenden und dem Rektorat ist allerdings eine seltene Begebenheit. Noch 2009 wurden ähnliche Veranstaltungen von der Universitätsleitung abgelehnt. Pia Kramer sagte deshalb: Gerade als Studierendenvertretung freut es uns ungemein, einmal mit dem Rektorat zusammenarbeiten zu dürfen. Denn leider ist dies nicht so oft der Fall. Wir Studierenden werden nur dann gehört, wenn wir genehm sind. Sonst wird unsere Meinung als unwichtig abgetan. Neben der Demonstration fand noch eine 24-Stunden-Vorlesung und eine Party im Kupferbau statt.